Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Der Unterschied der jetzigen Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung sieht man schon, den Unterschied sieht man schon im Titel. Denn während es bei der Internationalisierungsstrategie 2008 um Wissenschaft und Forschung ging, geht es jetzt um Wissenschaft, Forschung und Bildung. Bildung steht sogar ganz vorne dran. Und das ist genau das auch, was der Kollege Rossmann gerade gesagt hat, nur im Zusammenspiel einer gut ausgebildeten Facharbeiterschaft mit einer exzellenten Wissenschaft schaffen wir die Voraussetzung, dass internationale Kooperationen wirklich super funktionieren. Es ist angesprochen worden, dass die Kooperation im Bereich der Berufsbildungszusammenarbeit noch ausbaufähig ist. Das hatte auch niemand bestritten. Es ist aber so, dass wir mittlerweile über die verschiedenen Ministerien hinweg 100 Länder haben, mit denen wir in diesem Bereich zusammenarbeiten. Und nun war hier vorgestern eine große Zeremonie. Der neue Bundespräsident wurde eingeführt. Zeitgleich fand im Ministerium, im BMBF, eine Veranstaltung statt, nämlich eine Bilanzkonferenz zur internationalen Kooperation in der Berufsbildungszusammenarbeit. Frau Hein, Sie hatten ja eine Mitarbeiterin dort abgestellt, die auch fleißig zugehört hat. Und wenn man dort zugehört hat, dann wird man feststellen, dass es nicht darum geht, ein Modell 1:1 irgendwohin zu übertragen, sondern es geht darum, das duale Prinzip zu übertragen. Das heißt, den Zusammenspiel zwischen einer guten berufsschulischen Ebene und den Unternehmen. Und das machen wir so, dass wir für die Länder passgenaue Konzepte machen. Das macht übrigens nicht die Politik, sondern das machen die Akteure, die vor Ort vernetzt sind. Das machen die Außenhandelskammern, das machen aber auch die Handwerkskammern in Deutschland, die beispielsweise überlegen, wie müsste denn ein Ausbildungsgang aussehen, der in einem anderen Land die regionalen Spezifitäten mit aufnimmt. Und ich denke, das ist genau der richtige Weg in diesem Bereich. Ein zweites ist angesprochen worden, die Fachhochschulen. Es geht aber noch eine Ebene drunter. Wir haben die Berufsakademien oder die dualen Hochschulen. Und auch die sind hervorragend aufgestellt im Bereich internationale Zusammenarbeit. Der Kollege Schummer beispielsweise hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Hochschule Niederrhein ein sehr internationales Profil hat zwischen Deutschland und Holland. Und da war überhaupt keine Frage von der Maut hin oder her. Das beschäftigt die jungen Leute nämlich überhaupt nicht, weil die meisten mit den Öffentlichen unterwegs sind. Aber dort kann man sehen, wie nicht nur ein gemeinsames Lernen und Studieren wichtig ist, sondern auch das gemeinsame Kennenlernen. Und das ist die zweite Ebene von Internationalisierung, dass wir Menschen zusammenbringen. Menschen, die ein Gesicht haben, die einen Namen haben, mit denen man sich verständigen kann. Und die Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung, es ist ja nicht so, dass wir als Parlament nur sagen, die ist gut, sondern wir haben den Anspruch, gemeinsam mit dem Ministerium das weiterzuentwickeln. Und das haben wir in dieser Legislaturperiode ja eindeutig gezeigt, dass zum Beispiel nach einer Ausschussreise nach Indien ein gemeinsamer Koalitionsantrag entstanden worden oder erarbeitet worden ist, wo wir gesagt haben, wir wollen die Zusammenarbeit dort stärker ausbauen. Oder auch die Initiative, die vom Parlament ausging, für die Staaten Afrikas, Sub-Sahara-Programme und so weiter. Zu den Studierendenzahlen kann man auch noch etwas sagen. Man kann natürlich immer beklagen, das ist zu wenig, das kann man immer tun. Aber man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Jahrzehnten der Anteil der deutschen Studenten, die ins Ausland gegangen sind mit Stipendien über den DAAD, sich verdoppelt hat und die Zahl der ausländischen Studenten, die nach Deutschland über ein DAAD-Stipendium gekommen sind, sich nahezu verdreifacht hat. Und das, muss ich sagen, ist eine ganz tolle Sache. Und recht vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch an den DAAD. Bei den Hochschulen möchte ich auch noch mal etwas mit reinnehmen. Herr Gehring, Sie waren schon dran, hätten das alles sagen können. Sie haben allerdings viele Sachen gesagt, die hier überhaupt nicht herpassten. Und deswegen würde ich jetzt einfach gerne mal fortfahren. Herr Kollege, lassen Sie die Zwischenfrage des Kollegen Gehring zu. Aber von Kollegen Gehring immer ganz besonders gern. Ja, vielen Dank. Ich glaube, was hier angemessen ist anzusprechen, das entscheidet jeder, glaube ich, noch für sich selber. Und ich habe ja vor allem das Thema Wissenschaftsfreiheit stark gemacht. Davon habe ich jetzt nach wie vor von Ihnen nicht viel gehört. Ich wollte nur, weil Sie Afrika, auch Subsaharika-Afrika angesprochen haben, fragen, wieso fehlt eigentlich der ganze Bereich Bildung und insbesondere Wissenschaft, Forschung und Entwicklung im Marshallplan mit Afrika vom CSU-Minister komplett?
Wieso ist das eine Leerstelle, wo Sie doch immer wieder auch betonen, dass man in dieser Bundesregierung so toll zusammenarbeitet? Mir fehlt das völlig im Marshallplan, mit Afrika den Bereich Wissenschaft und Forschung zu adressieren und zu benennen und das, was wir hier heute diskutieren, auch dort mit einzubringen. Gibt es dann noch Maßnahmen der Koalitionsabgeordneten? Wird denn noch erweitert oder bleibt das so? Das ist eine echte Leerstelle und ein echtes Problem und zeigt, dass interministerielle Zusammenarbeit offensichtlich nicht funktioniert, während wir hier über Interdisziplinarität wieder gesprochen haben. Ja, ich bedanke mich für diese Frage, lieber Kollege Gehring. Ich verstehe interministerielle Zusammenarbeit so, dass nicht jeder das Gleiche macht. Und genau das ist in diesem Punkt ja genau der Fall. Wir werfen da auch nicht im Gesundheitsministerium vor, dass sie bestimmte Programme in diesem Bereich nicht unterstützt. Im Marshallplan für Afrika ist ganz klar enthalten, und das liegt auch in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, zum einen die Frage einer Neustrukturierung einer beruflichen Ausbildung unter dem Label Green Economy, das heißt auch nachhaltiges Wirtschaften. Das dürfte Ihnen da nicht verborgen geblieben sein oder müsste auch Ihnen ein Herzensanliegen sein. Und das Zweite ist, auch Sie müssten doch wissen, dass zum Beispiel Institutionen wie der Deutsche Akademische Austauschdienst oder die Alexander-von-Humboldt-Stiftung auch zu einem Drittel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit unterstützt wird. Und das Auswärtige Amt, ist die Philipp-Schwarz-Initiative mehrmals angesprochen worden, ist eine Sache, die vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Im Übrigen, und jetzt tue ich Ihnen den Gefallen und sage noch etwas zur Wissenschaftsfreiheit, gerade in der Türkei, haben wir momentan mehr Antragsteller aus der Türkei im Bereich geflüchtete Wissenschaftler als aus Syrien. Und deswegen kann ich das, was Sie vorhin gesagt haben, Presse- und Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in der Türkei, nur unterstützen. Wollte es nur nicht einmal wiederholen. Abschließend möchte ich noch etwas sagen zu dem Thema öffentlich und privat. Das ist ja immer so eine Frage, wie man das einschätzt, wer sind die Guten. Ich bin sehr froh, dass die internationalste Hochschule Deutschlands nicht nur bei mir im Wahlkreis ist, sondern auch eine Privathochschule ist. Das ist nämlich die Handelshochschule Leipzig. Die Handelshochschule Leipzig, eine sehr alte Schule, eine Gewerbeschule, zeichnet sich eben dafür aus, dass ein überproportionaler Anteil von Studenten, aber auch von Lehrkräften ganz international zusammengesetzt sind. Und deswegen möchte ich aufhören damit, zu sagen, die sind gut und die sind schlecht, sondern der Mix macht es. Wir haben hervorragende Universitäten, wir haben hervorragende Privathochschulen, wir haben hervorragende Berufsakademien, duale Hochschulen und Fachhochschulen. Und im Bereich der beruflichen Bildung sind wir auch ganz gut. Was wir dort an Erkenntnissen weitergeben können, das machen wir gern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Feiß. Jetzt hat als nächster Kollege Dr. Karamba Diaby von der SPD-Fraktion das Wort.